alle Star Wars-Freunde im Jahre 2018, wo nichts los war. Ich begrüße euch total richtig erstmal zum Jahre 2019, weil da beginnt Star Wars und das Projekt Star Wars, das Projekt Star Wars. Also nicht Projekt Star Wars, sondern das Projekt Star Wars. Was ich euch vorstellen möchte ist und beinhaltet auch den Sinn des Ganzen. Was seid ihr denn für Star Wars Fans? 4 bis 6? 1 bis 6? 1 bis 3? 7 bis 9? Fragezeichen. Ich bin Star Wars von A bis Z. Und das bedeutet, ich bin so tief reingegangen, dass ich festgestellt habe, dass Mara Yush, die Tochter von Darth Vader, der Sohn, der Bruder von Leia Organa, Darth Vader, mehr Sinn macht, wenn man es hört und dann sagt, warum macht Hollywood daraus keinen Film? Es fehlt nämlich der Film über Darth Vader. Ist so. Anakin Skywalker ist verstorben in dem Moment, wo Obi-Wan Kenobi ihn so gut wie zerstückelt hat und ihn hat verbrennen lassen, wo er sich mit der Macht mit dem einen Arm noch rausgeholt, wo Anakin Skywalker zu einem Cyborg wurde. Ein Cyborg, ja. Er war nicht Grievous. Grievous war auch ein Wesen, was dann mit Maschinen dann zu einem Cyborg wurde und zu einem General, war ja klar. Und der Imperator, der dann den Lord Darth Vader durch Lug und Betrug dann an die Macht geholt hat und ihn gelenkt und zu seiner Marionette uns allen vorgeführt. Denn Darth Vader ist an sich vorgeführt für uns Zuschauer. Wir haben Darth Vader erlebt bei Rogue One, wie er da losgelegt hat. Ja, und da hätte an sich nach Rogue One, oder beziehungsweise vor Rogue One hätte jetzt die Geschichte von Lord Darth Vader entstehen müssen, an sich. Das fehlt nämlich in Hollywood. Ich komme jetzt darauf, weil durch die Hörbücher der dunkle Lord. Hörbücher macht so viel Spaß. Das Gehirn ist jetzt so voller Daten, die ich jetzt hier vor der laufenden Kamera abhandle und sage, es fehlt in Hollywood eine Menge. Warum macht Hollywood etwas anders, wie wir es kennen? Im Hörspielbereich, im Fanbereich, im SWAT-Bereich, im 1333er-Bereich, im Universe-Bereich. Mara Jade, den Ben als Sohn, dann Jerry Ann und so weiter. Also, genau. Leia Organa Solo, das ist ihr Name. Man hat uns in Hollywood nicht gezeigt, dass die da geheiratet haben. Ja? Die kommen da einfach 2015 unseren Sohn. Hä? Welchen Sohn denn? Kylo Ren ist nicht der Sohn von Leia und nicht von Han Solo. Also nö, ist er nicht. Punkt. Rey, einfach dahin geklatscht. Rey, Batsch. Ja, toll. Man sagt uns nichts, will uns nichts sagen. Und jetzt in Neuen will man uns sicherlich erklären, wieso sie da die göttliche... Man weiß ja noch gar nicht mal, wie stark ihr Jedi-Blut ist. Ja? Ob sie überhaupt Jedi war. Ob sie nicht von irgendeinem da, ne, geklont wurde oder so. Wenn man das Ganze Hollywood-mäßig... Hollywood, ich spreche von Hollywood. Hollywood ist für mich nicht Star Wars. Star Wars ist für mich, wie gesagt, das 1333, das ist sehr kurz, ist klar. Das, was Lucas Art mal auf den Weg gebracht hat, vor sehr langer Zeit. Und das, was man liest, hört und nachlesen kann und ja, also das ist für mich Star Wars. Hollywood ist halt nur ein bisschen, naja, kannst du dir angucken und schmunzeln. Also wenn man es, also wenn Disney Lucas, Catherine Kennedy auf den Trichter kämen, es endlich mal richtig zu machen. Ich vermute, sie kommen so langsam auf diesen Trichter. Weil die Realserien, also ich sehe jetzt, was die da machen und wie sie das machen und jetzt schon mittlerweile zwei Realserien haben, zwei Stück schon und das andere auf Curso und Yazoo und Rebels und den ganzen aufbauen und hier halt irgendwas von davor und danach, also man darf ja auch nicht so viel erzählen, weil alles noch in der Schwebe, man weiß ja gar nicht, was dabei raus, man weiß ja nur, dass Stars
echte Stars, nicht nur Nick Nolte und so weiter, da engagiert sind, irgendwas zu machen. Ob man die jemals richtig sieht, weiß man nicht. Die stecken dann in irgendeiner Figur, wie so manch einer in einer Figur gesteckt hat. Und nachher hat man gesagt, hey, ich war das. Ich war das. Ich war in der Figur. Zum Beispiel bei ne, Rogue One und bei den anderen Sachen. So, auch Chewbacca hat man nachher erst sehr, sehr spät gezeigt, wer da überhaupt drin gesessen. Der hat jetzt sein Alter und ob Chewbacca weiterhin, weiß man auch nicht. Ob der junge Mann da weiterhin den Chewbacca jetzt machen wird, weiß man nicht. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Hollywood oder das Echte? Ist Hollywood das echte Star Wars? Also ich, okay, ich seit 9. Februar 1978 kenne ich halt nur Star Wars 4 bis 6. Ja, und habe auch nur für 4 und 6 gearbeitet, 30 Jahre lang. Bis dann irgendwann 99 dann wir richtig aufgeregt waren, wie alles wieder von vorne losging. Und in dieser Aufregerei uns dann über die Klonkriege unterhalten haben und so weiter und so fort. Also dieses Jahr, am 25.12.2018, wissen wir ja mehr, den Arbeitstitel von Star Wars. Und dann wissen wir ja auch mehr ab heute in einem Jahr, am 19.20.12.2019, wie der Arbeitstitel uns dann kredenzt wird, wie die ihn geschnitten haben, wie viele Fehler da sind. Also ich glaube, wenn da der große Knaller kommt, meine lieben Freunde, regt euch nicht auf. Regt euch bitte nicht auf, das ist Hollywood. Hollywood Star Wars ist Hollywood Star Wars und wir lieben Star Wars. Ich schweige ein paar Sekunden, wir lieben Star Wars. Also unseren Star Wars, so wie es ist. Den Darth Vader, den Han Solo, Leia Organa Solo und so weiter. Wer das Hörspiel Der Dunkle Lord gehört hat, wie Der Dunkle Lord, keiner wusste, wer Der Dunkle Lord. Man hat angenommen, Anakin ist verstorben. Nachher stellt man, stopp mal, das ist Anakin. Anakin ist der Lord. Und zwar, wie? Palpatine ist jetzt der Imperator. Wow. Ja, ich meine, wenn man das alles hört in diesem Hörspiel, das macht so viel Spaß, wie Imperator. Ne? Und zwar, der Krieg geht ja weiter. Ja, und dann, wie die ganzen Druiden stehen blieben, wie alles blieb stehen. Und dann kamen die Klonkrieger, die da so schnell produziert wurden. Ja. So hat man auf Jahre, erstmal die ersten wurden auf Jahre und nachher in der Doppelproduktion, zack, 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 wie vom Fließband kamen die. Und wie dann einige, die jahrelang mit den Jedis zusammengearbeitet haben, die dann nicht vernichtet, also alle Jedi sind nicht vernichtet worden. Es gibt also noch genügend Jedis und wie gesagt, man weiß an sich, gar nicht wie viele Jedis, aber jedenfalls gibt es eine Menge Jedis. Und wenn man Anakin hört oder seinen Geist hört, wie er nachdenkt, stopp mal, eine junge Jedi-Rinder, die ich halt auseinandergeschrubbt habe, da den Arm abgehackt etc. und dann getötet. Aber sie hat ihn auch erwischt. Und da hat Anakin zum Darth Vader gesagt, hör mal, du bist halt verletzlich. Und da wurde er natürlich auch ein bisschen sauer, ja, der neue Lord Darth Vader. 25 Kilo Platte und Arm mechanisch, Beine mechanisch und der Rest verbrannt, muss also immer regeneriert werden. Ist also kein freudiges Leiden, sondern hartes Leiden, was er da tagtäglich erleiden muss. Ja, und die Mech-Druiden da, die ihn dann immer wieder zusammenbauen, aus ihm wieder einen Menschen machen sozusagen. Deswegen kommt er irgendwie und dann wird er natürlich auch älter. Ne? Das Fleisch wird ja älter, der Geist wird älter. Dann ist klar, dass irgendwann mal der Sohn Luke Skywalker, der Bruder von Organa, Leia, Solo, ja, die an sich Zwillinge hat, ja, und er mit Mara Jade an sich verheiratet und den Ben hat, an sich sind es Familien, ist eine Familiensaga. Aber Hollywood, also wir müssen mal langsam unterscheiden jetzt nach 42 Jahren. Nach 42 Jahren rege ich an, das Projekt Star Wars, Hollywood oder unser Star Wars, unser aller Star Wars. Das Star Wars, so wie es ist. Ja? Thorn mit seinem Katana, das Katana-Schwert, Mandalorianer, ich kann das kaum aussprechen hier, Mandalore. Ja, also diese, ja, Sabayus, da der sogenannte geklonte Jedi, der da am Durchdrehen war, der den neuen Imperator werden wollte, wo der Zorn sagt, red du mal, ne? Ich bin Sabayus, ne? Ja, also, ne?
Ihr merkt, ich habe sehr viel gehört, ich habe es noch nicht eruiert, ich habe es noch nicht eingenommen, ich muss noch mehr hören, ich habe es ja nicht gesehen. Ich höre mir momentan, wie gesagt, alles an, der Dunkle Lord, dann die Erben des Imperiums, ja. Dann, wie gesagt, wie Leia das Kind bekommt, jetzt bei Darth Vader, also beim Dunklen Lord, da ist natürlich, also beim Dunklen Lord ist klar, dann sieht man, wie Organa das Kind, weil Leia ist ja noch ein Baby, ein Frischling, da, ne, und die Königin und so, die dann geschützt werden muss, damit er nicht merkt, durch die Macht, dass das Kind sein Kind ist. Ne? Was Anakin an sich meinte. Also Anakin meinte ja, dass er seine Frau umstimmt, aber in dem Moment, wo er sie umstimmen wollte, kam ja Obi-Wan Kenobi, da passte ihm nicht und somit, ne, und sie war dann gestört durch die Macht und so, ist dann an gebrochenem Herzen gestorben, also die hatte einfach keinen Bock mehr, sagt, tschüss, bringt ja alles nichts, ich habe ihn verloren, ich kriege ihn nicht zurück, ja, war halt ein Schock. Die ist also in einem sogenannten Schock verstorben. Und die Kinder, Zwillinge, Leia Organa, Solo, auch Zwillinge. Luke Skywalker mit Mary Jane, einen Ben, also auch ein Kind. Also eine Riesenfamilie, Luke Skywalker und Organa Solo, also an sich Skywalker, Organa Solo, als Familie durch Leia und Han, ja. So, was ist für euch wirklich Star Wars? Heute mache ich wirklich einen super kleinen Mini-Clip. Es kommt keine Ware. Wir stehen jetzt wirklich kurz vor Weihnachten. Ich warte wirklich auf diesen Tag, wo dieser Teaser kommt, damit ich den einblenden kann, darüber reden kann. Das ist dann die sogenannte weihnachtliche Sendung. Ob die mir gelingen wird, weiß ich nicht. Ich werde mir also sehr viel Mühe geben, damit das eine super tolle Abschlusssendung wird. Locker vom Hocker oder wohnzimmertechnisch. Es kommt auch keiner vorbei, noch einmal. Digital-Freunde sind nicht analog-Freunde. Digital-analog, da muss man erstmal sich kennenlernen. Und wenn das Analoge passt, kann man auch sagen, ist ein Freund oder ist es kein Freund. Deswegen, analog hat bis heute nicht gepasst. Aus der Welt ist digital. Ins Analoge hat leider nicht. Sollen sein. So, wie gesagt, ich arbeite dran, ich würde mich freuen, wenn man sich analog kennenlernen würde und würde sagen, hör mal, ich bin nicht nur Star Wars Fan, ich habe auch Star Wars, ich mache auch Star Wars, Interesse analog, vor der laufenden Kamera, digital technisch, eine Sendung zu produzieren, zu machen, auf den Weg zu bringen und sich mit den Leuten dort unterhalten oder denen eine Show bieten über das wahre Star Wars global zusammen oder nur das Hollywood Star Wars. Also mittlerweile unterscheide ich das alles, ja, also 1 bis 6 und 1 bis 9 demnächst ist für mich Hollywood, ja, und die Hörspiele von 1 dazwischen, Rogue One, Han Solo und Imperator und Universum und Darth Lord und die Erben des Imperators oder die Erben des nicht Imperators, sondern Universum oder ihr wisst schon, ja, also ist eine Menge. Deswegen kann man das also so kompensieren, so verknappen in so einem Videoclip. Ich habe genügend Fantasie, wie ihr auch, aber ich werde sie jetzt nicht so kundtun wie die Kollegen aus Österreich, aus der Schweiz und vor allen Dingen aus Amerika. Ja? Durch die allerneueste Technik, die man hat, aber wirklich die allerneueste Technik, man ist gerade am Handy beziehungsweise am Smartphone, macht es auf, dann kommt schon ein Pfeil, drückt man drauf, schwupp, ist es im Fernseher. Also kann man im Fernsehen gucken. Das ist die allerneueste Technik. Daran muss ich mir auch erstmal gewöhnen, wenn mein Smartphone piept und ich nachgucke, ups, steht da, möchten Sie das auf dem Fernseher sehen? Und ich drücke drauf, schwuppdiwupp, ist das, was ich gerade mache, weg. Und dann kommt halt YouTube. Und jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich da wieder rauskomme, dass ich nachher auch wieder mein Fernsehen schauen kann, weil man will mir ja was verkaufen. Sonst würden die das ja nicht machen. Das ist eine neue Errungenschaft, die habe ich aber erst seit gestern ist das geschehen. Ich habe so eine Telekom-Anlage, und auf einmal, ja gut, ich habe auch noch die anderen Anlagen dazwischen und irgendwie kommt das dann auf mein Smartphone. Gestern war das so, man weiß ja, dass ich Star Wars verrückt bin
Und dann stand da, möchtest du das auf dem Fernseher sehen? Und dann so, ich, ja, ist okay, möchte ich auf dem Fernseher sehen. Ja, und dann habe ich das gesehen. Ja, war aber mal wieder einer, der nur seine Fantasie im freien Lauf gelassen hat. Der so, ich kann meine Fantasien auch frei Lauf lassen, aber will ich nicht. Ich bleibe bei der Tatsache. Die Tatsache ist, dass wir Resistant Rebels haben. Rogue One, Han Solo, 1 bis 9 und den Darth Lord und so weiter. Und der fehlt mir. Wie denkt ihr darüber? Der Darth Lord, sollte der nicht ins Kino kommen? Sollte er nicht da reingepackt werden? Man spricht von Boba Fett, man sprach von Obi-Wan Kenobi und was weiß ich nicht alles. Nee, Darth Vader brauchen wir. Wir müssen den dunklen Lord, den Anakin Skywalker, der muss da irgendwie bis hin zur Hope. Also der muss noch in Rogue One reinrauschen und dann in 4 weiter und so weiter. Also irgendwie müsste er nach 3 kommen. Ja, Anakin Skywalker nach 3 müsste er kommen, so Darth Lord. Und dann müsste der bis Rogue One, bei Rogue One war er ja schon, und dann bei 4 weiter. Ich glaube, dann würde das irgendwie Sinn machen. Gut, wenn Disney Lucas LTD da mit Cassian Canary am Start sagen, okay, in der Realserie machen wir das, dann ist okay. Dann ist das in den Realserien. Wir müssen ja eh jetzt immer hin und her. Wir müssen uns Rebels anschauen, wir müssen uns Resistance anschauen. Galaxy of Adventure ist nur was für die Kinder, da brauchen wir nicht reinschauen. Da können wir so mit einem halben Auge hingucken. Destiny können wir auch mit einem halben Auge hingucken. Ich weiß halt, dass Leia Organa Solo an dem, also da geheiratet, bei den Ewoks. Ja, und also hinter, nach 6 haben die da geheiratet. An, ne? Und deswegen konnten die auch sagen, 7, mein Sohn, etc. Und wie Han Solo in 7 schon keinen Bock mehr hatte, ne? Harrison Ford, naja, ist Hollywood. Also Hollywood ist nun mal nicht Star Wars für mich. Ja? Für mich ist Star Wars das, was ich jeden Tag erlebe, das, was ich jeden Tag lese, das, was ich jeden Tag von anderen noch höre. Und wie die Bücher aufgenommen, wie die Comics aufgenommen und wie die 1333, wie die das SWAT, wie die Games, Battlefront, ja, Rebels, Resistance, wie die das alles so erlebt haben. Und dann kommt man auf einen Konsens, dann kommt man auf einen Nenner, man weiß halt, wer Thrawn, was Thrawn gemacht hat, ja, und so weiter. Wie er die Katana und wie er die Gruppe und wie er da die infiltriert und nachgedacht und vorausgeschaut. Das macht Spaß, das macht Spaß. So lernt man Herrn Thrawn kennen, ne? Den obersten General da. Ja. Und wie gesagt, man erlebt auch die Klonkrieger, wie die nachgedacht und gedacht und dann durch die Sturmtruppen ersetzt wurden, dann Elitetruppen gemacht wurden, wie die umgearbeitet wurden, wie die implantiert wurden. Nicht nur 66, 33, 23, 22er Order, gibt genügend Order, lest bitte bei Google nach, nicht nur Order 66. Jedenfalls bei Order 66 sind nicht so viele verstorben, wie jeder annimmt bei Hollywood. Bei Hollywood gab es ja nur den letzten Jedi, aber das ist Luke Skywalker. Nee, ist er nicht. Es gibt andere noch immer. In dem gesamten Universum schwirren da die Jedis rum. So, und ja, der Imperator war halt das Böse, das richtig Böse, der richtige Lenker des Bösen, der dann halt seinen Lord geschmiedet in Eisen sozusagen, in einem Schutzanzug, wie gesagt, der dunkle Lord, ich übersetze jetzt, der dunkle Lord, wenn er, soll ich ihm die Maske, ja, mach die Maske ab, dann wird es auch, ne? Und, ne? Und dann, ach, ich finde es toll, ich finde das so super, wie Anakin immer noch als Geist in dem verwirrten Darth Vader rumschwirrt, und sticke sauer wird, damals konnte mich nur der, damals konnte Obi-Wan, sonst keiner. Und jetzt auf einmal so eine Kleine da, hat ihn da verletzt und hat ihm aber so richtig gestunken. Ja, das Vader war sowas von sauer, man, nee, ich fand das so stark. Also Hörspiele, Lesen, Kopfkino, das ist für mich Star Wars. Ich weiß nicht, wie ihr darüber nachdenkt oder denkt, schreibt unten drunter, wie immer. Oder ignoriert oder macht, was ihr wollt. Also ich liebe Star Wars, merkt ihr ja, sonst würde ich es gar nicht machen. Also 2019 werde ich wohl wahnsinnige Clips machen. Total wahnsinnig. Das Projekt Star Wars werde ich auf die Beine bringen. Hat nichts mit Projekt Star Wars zu tun, sondern das Projekt Star Wars Hollywood oder Star Wars global. Schau.
Ich sprach ja vorhin von Dark Lord, also den dunklen Lord oder ja doch dunklen Lord. Kostet bei Amazon so 17,99 Euro, sind 4 CDs, worüber ihr dann das anschauen könnt. Oder wenn ihr halt bei einigen bei YouTube lang genug sucht, findet ihr es auch. Manchmal 18 Minuten, 20 Minuten, 30 Minuten. Dazwischen ist immer Werbung. Ist egal, ist aber erlaubt, schätzungsweise. Jedenfalls habe ich das so. Ich muss leider bleiben. Ich kann natürlich nur solche Videoclips machen, wenn ich Zeit dafür habe. Und wenn Kunden reinkommen, habe ich natürlich keine Zeit. Deswegen wollte ich gerade ansetzen, da kam eine Kundin rein. Es geht ja um den Dark Lord. Ne? Dark Lord. Den dunklen Lord. Dieses Hörspiel über den dunklen Lord. Also, laut Hörspiel, die obere Platte, die er da trägt, soll so circa 25 Kilo schwer sein. Und den Helm, der wiegt auch einiges, weil da Elektronik drin ist. Er sieht nicht richtig, er sieht alles nur elektronisch. Das ist an sich in Wirklichkeit rot und laut Hörspiel. So, und dann sind die Arme, die Beine. Er ist ein Cyborg. Man spricht im Hörspiel auch, ob er nicht so ähnlich wie General Grievous. Nur General Grievous hat ja nicht mehr allzu viel Leben in sich. Der hat ja halt nur hier diesen Torso und der Rest war wirklich... Er war ja auch halt kein Mensch, er war ja halt ein Reptil. Aus diesem Reptil wurde dann halt dieser Cyborg General Grievous. Aus Sicherheitsgründen nehme ich ihn jetzt nicht in der Hand, weil der ist mir zu filigran. Der steht da einsam rum. Ich nehme ihn hier, den Darth Vader, und spreche halt darüber, ne, mit seinen Handschuhen, Ersatzhandschuhe, damit er auch so richtig greifen kann. Ja, und sein Lichtschwert hier, was auch leuchtet und alles. Von der Elite-Serie von Walt Disney. Also der schwarze Lord oder der dunkle Lord ist nun mal Anakin und bleibt Anakin. Und es fehlt in Hollywood, in dieser sogenannten Serie 1 bis 9, fehlt er. Und ich frage euch im Gastprojekt Star Wars, ob man da nicht wirklich drauf hoffen sollte, dass er als eigenständiger Film in Hollywood irgendwann mal erscheinen wird. Wer ihn dann spielt, soll uns auf eine Art egal sein, weil der Original ihn nicht mehr spielen kann, das ist klar. Aber solange es die Synchronstimme noch gibt, sollte man es machen, weil wenn es die Synchronstimme nicht mehr gibt und man käme dann auf den Gedanken, Darth Vader wieder aufleben zu lassen. Ja, Mr. Jones hat auch sein Alter in Amerika. Mr. Jones müsste dann in Amerika diesen Darth Vader ja dann wieder Mundart ins Leben rufen. Ne? So, und hier, ich komme jetzt nicht auf den Schauspieler, das ist ein Deutscher. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, diese Stimme ist auch noch da, der ist noch nicht so alt. Könnte also diesen Lord Darth Vader hier stimmlich, und dann wäre da, ja, nicht nur Hörspiel, also Hörspiel ist er, müsste ich jetzt gucken, um seinen Namen, ihr wisst ihn vielleicht, den deutschen Synchronsprecher. Ich habe ihn jetzt nicht, weil ich immer gucken muss, ob ein Kunde reinkommt. Ich wollte einfach hier nochmal so einen Abschluss machen im Jahr 2018, weil es so viel Spaß macht, sich, wie gesagt, diese Hörspiele. Und ihn in seiner Größe gibt es ab 3, wisst ihr noch, und ihn gibt es ja nun mal mit diesem Light, mit dem Licht und das alles ab 18 plus. Also ist schon eine tolle Geschichte. Das ist Walt Disney persönlich hier mit seiner Elite-Serie Darth Vader. Ja, aus dem Disney Store, ist klar. Ja, und einmal das Lichtschwert anhängend und einmal das Lichtschwert mit ausgefahrener Klinge sozusagen, mit dem Licht, ne? Und so weiter. Ja, an sich ist er kein Sith. Er ist kein Sith. Nein. Er ist nur von der dunklen Macht abgeleitet worden. Er ist halt aufbrausend. Er ist halt... Ne? Wer ihn, da spricht ja auch keiner drüber, wer ihn sozusagen in seine Mutter implantiert hat, ohne dass die Mutter wusste, sondern ihn ausgetragen, ohne zu wissen, dass sie ein Kind bekommen hätte oder was weiß ich auch immer. Man kann jetzt in vieles, man kann ganz weit zurück zu den Anfängen dessen, der das hätte gekonnt. Ja, sich zu duplizieren in eine andere Person rein und all solche Sachen. Wer wirklich sein Vater
wer wirklich Anakins Vater ist, weiß doch keiner so genau. Wir philosophieren darüber, das machen wir. Ja, aber wissen tun wir es nicht. Deswegen nehme ich auch keinen Namen in den Mund jetzt. Mir gefällt die Figur. Ja. Und wenn ich bedenke, dass er, wie gesagt, einen schweren Panzer trägt, einen sehr schweren Panzer trägt und an sich gar nicht so filigran geht, er geht stocksteif. Das hört man im Hörspiel auch, den dunklen Lord im Hörspiel hört man, wie steif er geht, wie unbeweglich er ist, und er ist zornig, dass eine Jedi-Meisterin ihn verletzt hat. Das hat ihn gestunken. Also ich fand es so stark, ihr merkt schon, Kopfkino, ich sehe die ganze Zeit, deswegen nehme ich auch die Figur in die Hand. Das hat was. Und deswegen sage ich, es sollte an sich ein Hollywood-Film über Darth Lord kommen, oder nicht? Der fehlt. Der Lord, der dunkle Lord, der fehlt. Der fehlt. Der müsste vor Rogue One, also ne, nach 3 Rogue One, also in dem Moment, wo er aufsteht, in Episode 3, die letzten Sequenz, wo er dann hochfährt und schreit. Und dann müsste es, wie gesagt, mit diesem Schrei müsste es weitergehen. Und dann müsste Rogue One kommen. Ja, es müsste regelrecht da reingleiten. Aber, naja, Filme dürfen wir ja nicht herstellen. Man könnte es einen Fanfilm machen, der dann da anbindet. Mehr dürfte man nicht. Aber ihr wisst ja, wie schwierig es ist, überhaupt irgendwas zu machen. Also noch einmal, so viele Freunde, elektronische Freunde, keiner von euch ist irgendwie analog real, leider. Und die wenigen analog realen, die hier waren, waren keine Freunde. Es sind Online-Freunde, aber nicht real analog Freunde. Ne? Okay, ich bedanke mich dennoch, dass ihr da wart. Ich bedanke mich dennoch, dass ihr gesessen habt, in die Kamera gesprochen. Ich bedanke mich total und recht herzlich, dass es euch gibt. Aber wie gesagt, analog sind wir keine Freunde. Ich bin ein Freund von Star Wars. Ich bin ein Freund von überhaupt dem Thema. Dem Thema. Und hin und wieder erwische ich mich, dass ich sage, 1:1 besorgen, den hier hinstellen, den immer schön rechnen lassen. Wenn der Preis nicht so heiß wäre. Das Original, dieses Originalkostüm mit Figur etc. um so 25.000 Euro. Aber 25.000 Euro, pff, kauft mir doch nie einer ab. Noch niemals das Kostüm konnte bei Beast, also konnte noch niemals versteigert werden. Ne? Ja. Ja. Okay, ich hau ein. Ciao. So, heute ein bisschen Zeit über Darth Vader zu philosophieren. Wie gesagt, meiner einer, ich weiß nicht, ob es auch eure Meinung ist, es ist meine Meinung, Darth Vader fehlt in Hollywood. Darth Vader sollte an sich nach 3 kommen. The Last, The Lord, Darth Vader. Er war ja bei Rogue One, die sogenannte Szene, ob man jetzt diese beiden Figuren da genommen hat. Weiß ich nicht, man kann ja auch andere nehmen, wo er die, wie gesagt, angreift. Also jedenfalls diese Szene mit diesem Underboard könnte man aus Rogue One adaptieren. Viele von euch werden diese Figur haben, weil diese Figur ist ja in einem sogenannten sensationellen Preis im Jahre 2018 rausgehauen worden. Ja, statt 89, statt 109. Plötzlich für 20 Euro und 95 Cent. Ne? So. Das war im Jahre 2018. Man kann ja ruhig bei der Wahrheit bleiben, weil die Wahrheit steht nun mal bei Amazon. Ne? Ja, und Amazon Prime. Ne? Und wie gesagt, alles da. Auch die beiden Figuren. Ja, wie gesagt, wunderbares Eye-Catch. Ja, wunderbare Dioramen, die man da drumherum bauen kann. Diejenigen, die Dioramen bauen, freuen sich. Ich habe jetzt, wie gesagt, diese Figur nur gerade in die Hand genommen wegen Lord Darth Vader, wegen Anakin, weil er doch das ist, was er ist, der schwarze Lord. An sich, ich habe gerade noch eine Kundin gehabt, dazu an sich nur 4, 5 und 6. Die ist also auch in meinem Alter. Ich bin halt zugänglich von 0 bis Doppel-Null. Also ich mag einfach Star Wars. Ich freue mich
Ich freue mich wirklich, wenn ich gleich nach Hause komme und mir wieder dieses Hörspiel anhören kann, also, dass es dann weitergeht mit ihm. Ich höre mir das so oft an, wie sie wirklich jeden Namen irgendwann kennen, jedes Geräusch kennen, um dann noch besser darüber philosophieren zu können. An sich philosophieren ja nur die Amerikaner. Die Amerikaner, wie gesagt, ich habe ein neues System, war gestern ein bisschen verdutzt, weil ich es nicht wusste, auch mein Smartphone stand halt, ob ich diesen Film sehen wollte. Ich drückte einfach drauf und schwuppdiwupp war der bei mir im Fernseher. Ich habe also kein normales Fernsehen, ich habe ein bisschen größeres Fernsehen und war dann, aber wie ich dann sah, wer da kam, sag ich, den kenne ich, da brauche ich den nicht auf den wahnsinnig großen Bildschirm. Ist nämlich eine Mall. Ja. Hallo! Okay, solche Unterbrecher, wenn ein Kunde reinkommt, dann habe ich wenigstens wieder eine andere Figur. Ich habe also heute Lust, ein bisschen über den Schwarzen Lord zu sprechen, auch die Originalstimmen. Ich werde mächtiger werden, als je ein Jedi zu träumen gewagt hat. Ist natürlich eine Spielerei, das ist klar, aber nun, in meinem Alter oder jünger oder noch jünger oder ganz alt, die halt nicht mehr vor laufender Kamera oder die man nicht mehr ansprechen kann, die jetzt vielleicht schon 80 oder 90 sind und dennoch ist Star Wars verrückt oder Star Wars begeistert. Wie gesagt, das ist jetzt natürlich keine Figur, jetzt, die man unbedingt haben muss, das ist wirklich Spielzeug, wo Kinder mitspielen sollten. Ich fürchte die dunkle Seite nicht. Wie gesagt, ist okay, aber wenn man sich die Figur anschaut, ob der Preis jetzt gegeben ist, ob der Preis auch wirklich, schau mal, ich weiß gar nicht mehr, was da aufgerufen wird für diese Figur. Ich schau mal. Und zwar gebe ich jetzt mal die Nummer da ein. Wow. Hallo. So, ich bin also Händler und kein Fan oder kein Sammler. Aber wenn ich sehe, dass jetzt diese Figur bei Amazon gerade eingegeben, bevor der Kunde kam, für 89,99 oder 77,98. 89 oder 77, 98 bei Amazon. Bei mir, also das gute Stück, habe ich immer gesagt, hier 14,95 oder so. 14,95. Jetzt natürlich nicht mehr, ist klar. Noch einmal, dass hier überhaupt Figuren sind, hat natürlich einen Grund. Und dass der Amazon-Anbieter der Held des Ganzen ist und das ganze Geld bekommt, liegt auch darin, dass wir nicht nur Business sind und Amazon Prime und wie gesagt, wir haben das alles eingekauft für die Sendung. Ihr wisst, ihr habt die Sendung gesehen, damit man was in der Hand hat, so wie jetzt auch, weil immer nur philosophieren, ohne die Ware in der Hand zu haben, ne? Ist klar. So, wie gesagt, wenn das so weitergeht mit Star Wars, das wird jetzt wirklich beobachtet, das Ganze. Dann werden die gekauft, werden die weggelegt und irgendwann, nicht wahr? Aber hier kauft eh keiner, weil, wie gesagt, wir eine reine Dienstleistung sind. Wir produzieren, stellen her, zeichnen auf, überspielen, kopieren und so weiter. Und diese Figuren waren an sich gedacht als Dekoration und nicht als Handel. Also wir handeln nicht damit. Wir brauchen es für die, wie gesagt, für die Filmgestaltung, da was zu machen. Also diese Figur hat hier jetzt 12 deutsche Spracheinheiten, 12 Stück, Licht geht an und alles. Ich habe jetzt schon 2 gedrückt, müsste die dritte Sprache kommen, wenn ich drauf drücke. Ihr unterschätzt meine Macht. Und dann ist es plötzlich blau und dann wieder rot. Ja? Und dann funktioniert das auch richtig, geht richtig ab. Also 12 Sätze aus dem Originalfilm spricht die Figur. Zwischen 77 und 89 Euro kostet die Figur mittlerweile. Ja,
Und wenn mal einer hier ist und die braucht, kriegt er die sicherlich etwas günstiger. Versteht sich. Ich stelle gerade fest, dass der Helm zum Beispiel, da haben wir 149 Euro für ausgegeben, kostet jetzt 92,77. Ihr wisst ja, diesen Helm, den ich mal um den Kopf getragen habe. Der fällt also immer mehr im Preis, komischerweise. Und irgendwann, ja, irgendwann ist er dann wieder so teuer, dass man ihn überhaupt sich nicht leisten kann oder sich nicht leisten möchte. Also die 1,20 Meter, die 1,50 Meter hohe Figur kostet ja bei einigen 298 Euro, 299 Euro mittlerweile von Darth Vader im Original. 1,20 Meter, 1,50 Meter, auch der Stormtrooper kostet auch so zwischen 180 und 279 Euro in einer Größe von 1,20 Meter oder 1,50 Meter. Ja, das ist das mal dazu. So, wie gesagt, die nur damit handeln, die wissen ja auch, wieso, weshalb, warum. Und die wissen auch, warum sie das machen. Ich habe also viele gesehen, die in ihren Lagerräumen nur niemals angeboten haben. Die Ware steht dort in den Regalen und ich weiß jetzt auch warum. Weil schätzungsweise ist das die neue Börse. Schätzungsweise ist das die neue Aktie. Star Wars könnte sein, dass damit irgendwann mal richtig gehandelt wird, dass da wirklich irgendeiner seine Rente auf, ne, die Sachen dann irgendwann mal verkauft, um seine Rente aufzubessern. Aber dass das gute Stück jetzt hier 89,99 oder 77,95 kostet, hätte ich mir jetzt auch nicht träumen lassen bei Amazon. Es ist halt, das Lichtschwert wechselt die Farbe, Anakin wird zu Darth Vader. Ich habe an sich diese Figur jetzt nur gegriffen, weil ich ja der Meinung bin, dass wir einen richtigen Darth Vader Film noch brauchen sollten, bekommen, keine Ahnung, von mir ist Realserie, Zeichentrickserie oder Hollywood, passend zu 1 bis 9, vor Rogue One. Und wenn wir ganz großes Glück haben, dass wirklich irgendwann Han Solo doch noch irgendwie so klasse dargestellt wird, dass wir sagen, wow, das macht Spaß. Also im Moment ist und bleibt Han Solo ein Flop, tut mir leid. Mir nicht, also hallo, mir gefällt alles, sonst würde ich nicht vor der laufenden Kamera sitzen und mit euch da philosophieren oder irgendwie darüber zu sprechen. Also mir gefällt alles. Alles, ob das Lego ist, egal was ihr euch persönlich da ausdenkt, mir gefällt alles, ich schaue es mir an. Ich muss es natürlich nicht unbedingt besitzen, das muss ich nicht. So, das muss mal gesagt werden. Ich habe also wie gesagt eine Menge eingekauft, ich habe wirklich eine Menge eingekauft, damit ich was für die laufende Kamera habe und auch das Ambiente, den sogenannten Stammtisch, wo wir da gesessen haben oder halt in dieser Arbeitslounge, oder halt im Wohnzimmer diese Sachen, die wir da gemacht haben. So, was 2019 gemacht werden kann, das weiß ich natürlich jetzt noch nicht. Ich brauche Input. Ja. Hallo. So, meine lieben Freunde, was glaubt ihr, was dieser Thai-Bomber so als Wert hat im Moment? Also, noch einmal, also Spielzeug Wert 0. Muss ich als Händler mal sagen, an sich hat Ware einen Wert von 0. So, und da es jetzt Amazon gibt, das ein Originalteil ist, aus den Jahren noch eingekauft, mit diesem Jedi-Emblem da drauf, ne, mit dem Jedi-Emblem da drauf, das man irgendwie sammeln konnte, muss man ausschneiden. Da hat man 30 extra Punkte für bekommen, wenn man das ausgeschnitten hat. Das Swan Wizard Come, offiziell Fanclub obendrein noch, Fanclub, ja, also dieses Teil, dieses gute Stück, wie gesagt, als Händler gibt man das halt etwas günstiger ab, ist klar. Und wenn man jetzt durch Amazon dann die Nummer eingibt, sagt das mal eben 302 Euro. 302 Euro für das gute Stück bei der Firma Amazon. Na, jetzt müsst ihr suchen, dass es natürlich viel, viel, viel günstiger bekommt. Dank eBay kriegt er das sicherlich günstiger. Also meiner einer behält das. Ich habe wieder mal ein tolles Stück gehabt, was ich wieder in die Kamera halten konnte. Also wie gesagt, das ist mit Press Button to Drop Bombs. Ne? Also schmeißt also richtig die Bomben ab und so Scherze. Ist also der Thai-Bomber, der vor kurzem noch 49,95
Und jetzt mal eben 300 und 1 Euro. Und dann noch, und dann sehe ich auch, dass das gar nicht die Version ist. Ja, und zwar ist das der Teilbomber aus dem Jahre 2002, kostet 302 Euro. Hallo, meine lieben Freunde, der ist so alter hier. Ne? Der ist nämlich hier von 2001 und nicht 2002. Also der Teilbomber ist von 2001. Könnt ihr heranzoomen, wenn ihr wollt. 2.1, ja. Und wie gesagt, ja, 2001 Lukas Film LTD mit Pressbutton und drum. Also wie gesagt, einige kaufen so etwas sehr günstig, machen Schnapper, legen es zur Seite. Ja, legen es zur Seite und dann Halleluja. Jetzt weiß ich auch, warum einige nichts sagen, sich das anschauen. Ja, die Figur ist dabei. Ja, 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 die Figur ist dabei. Da liegt er drin. Ja, also er merkt schon, wie verstaubt das gute Stück ist. Ich habe es gerade rausgeholt, um diesen Videodreh hier zu machen. Ich drücke auch mal drauf, den Pottjäger. Also der heißt dort Pottjäger und hier heißt er so Bomber. Ja, The Bomber. Nur ist komplett anders. Ist eine ganz andere Verpackung und der hier hat eine komplett andere Verpackung, ja. Schockteile drin, nicht ab 3 Jahre und solche Sachen. Da gibt es noch einen Schock, es gibt noch einen von ihm, den Teilbomber, der kostet dann 250, ist irgendwo abrufbar, ne? Also dieser Teilbomber. Und da gibt es noch eine andere Figur, die ich letztes Jahr für 49,95 abgegeben habe. Das war der X-Wing Bomber. Der X-Wing Bomber, ja, da will Amazon jetzt 507 Euro für haben und ich habe ihn abgegeben für 49,95. Also nein! Ich gebe nichts mehr ab. Nee, ich gebe nichts mehr ab. Ich höre jetzt auch auf zu filmen. Nee, sonst habe ich gleich Tränen in den Augen. Nee, nee, also 2017 habe ich so viel hier abgegeben. 2017 haben hier so viele eingekauft. Also ich kann euch nur eins sagen, die haben reichlich Schnapper gemacht. Jetzt weiß ich auch, warum die alle da waren. Naja, egal. So, meine lieben Freunde, Roger, Roger. Was glaubt ihr, wie teuer diese Figur mittlerweile ist? Ja? So. Wie gesagt, Händler, 9,95 €, habe ich nie was gesagt hier, 9,95 €. Dann irgendwann mal 12,95 €. Mhm. Die Zeiten sind vorbei. Laut Amazon 55 €. Und dann noch soll man sich in so einer App einmelden, da kriegt man sogar noch mal 10 € extra. Ich drücke einfach mal jetzt mal drauf. Also, dieses gute Stück hier würde von 51,97 € mit freiem Zugriff bis hin zu 75 €. So. Also Roger Roger von 51 bis 75 € bei Amazon. Noch einmal, merkt ihr eigentlich, dass Klick Klick online ein bisschen teuer ist oder nicht? Ich mir ist egal, dürft ihr weiterhin Klick Klick kaufen. Ihr könnt ja kaufen, wie ihr wollt. Habe ich ja nichts gegen, aber ich meine, hier so ein Fachgeschäft, ihr macht die Fachgeschäfte kaputt, wir sind bald arbeitslos und sind dann bei Hartz IV, soll auch egal sein, ne? Ein Strick und dann weg, aber ich meine nur, ne? Also, hallo, Hammer, 51 bis 75 Euro, ne? Hammer, bei Amazon, ich könnte jetzt stundenlang weitermachen, mache ich vielleicht auch, vielleicht mache ich auch irgendwann mal so eine Weihnachtssendung, dann suche ich mir alle die Figuren raus, gebe dann. Ihr könnt ja selber machen. Ihr braucht nur diese Nummer eingeben, die ISDN-Nummer. Und dann schaut doch mal, wie günstig ihr an diese kommt. Ich kann jetzt mal von Amazon mal weggehen, weil Amazon ist nicht aller Tage Abend. Amazon, nur für mich ist es halt schneller gewesen an Amazon, weil ich dann was für die Kamera habe. Ne? So, bei Google kann ich die Nummer auch mal eben eingeben. Mal gucken, was Google dazu sagt. So, was sagt Onkel Google dazu? Alles Mögliche. Bei Eurobuch
Also die Firma Eurobuch, die sagt 1990, wer auch immer Eurobuch ist, wieso Eurobuch überhaupt so eine Figur hat, frage ich mich auch manchmal. eBay, jetzt eBay UK. Okay, da gebe ich die Nummer ein. Da kommt eine ganz andere Figur, das ist typisch eBay. Also bei Google ist das so eine Sache mit dieser Nummereingabe. Also bei Amazon kriegt er sofort, ja, bei Spielwaren.de, Spielwarenkontor, kommen ganz andere Figuren, aber nicht die. Na, ist klar. Also bei Google die Nummer nicht eingeben, wenn ihr wirklich wissen wollt, wie viel Wert die haben könnte, dann bitte die Nummer ISDN bei Amazon eingeben, dann wisst ihr Bescheid, zwischen 51 und 75 Euro kostet Roger Roger. Ja, wisst ihr Bescheid. Und meine eine hat die mal für 9,95 Euro höchstens 12,25 Euro verkauft. Die Zeiten sind wohl ab 2019 vorbei. Also jetzt mache ich wirklich Schluss. Ich habe mich nochmal eben kurz hinreißen lassen. Nee, meine lieben Freunde, Vintage, tolle Figur, Roger Roger, ja, 51 bis 75 Euro. Alles klar, frohe Weihnachten.